Heute habe ich für euch einen pikanten Hackbällchen-Gulasch. Ein sehr einfaches, aber auch sehr leckeres Rezept. Alles fertig gekocht in 50 Minuten ohne viel Aufwand. Hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. So, wir fangen mit dem Hackfleisch an. Ich habe hier schon die Zwiebel fein gewürfelt. Jetzt presse ich noch die eine Knoblauchzehe dort hinein. Und dann kommt das Gulaschgewürz dazu. Alles damit kräftig würzen und bitte darauf achten, dass dieses Gulaschgewürz auch Salz enthält. Wenn es das nicht enthalten sollte, dann bitte extra das Hackfleisch nochmal salzen. Das Hackfleisch wird dann gut vermengt, bis es sich sämig anfühlt. Dann wird das Hackfleisch zu Bällchen geformt. Und hier die Zutaten für die Soße: ca. 200 Gramm in Streifen geschnittene Zwiebel, die Knoblauchzehe ist gewürfelt und die Paprikaschote auch in Streifen. Hier ist meine Dose gehackte Tomaten, dann brauchen wir noch Olivenöl und Wasser, so ca. 200 Milliliter. In einer Pfanne habe ich jetzt das Olivenöl erhitzt und jetzt fange ich an, bei hoher Hitze die kleinen Hackbällchen anzubraten. Nach circa anderthalb Minuten drehe ich die Hackbällchen um und dann brate ich sie bei ungefähr dreiviertel Temperatur weiter. Anschließend alles auf einen Teller geben und zur Seite stellen und dann braten wir in der gleichen Pfanne jetzt das Gemüse an, und zwar ist das jetzt die Paprikaschote, die Zwiebeln und der Knoblauch. Die Temperatur auf dreiviertel halten, eventuell nochmal Öl in die Pfanne geben und alles für circa, ich schätze mal so 6 bis 7 Minuten anbraten. Nach 2 Minuten das Gemüse nochmal mit etwas Gulaschgewürz würzen und dann weiter braten, bis es schön braun ist. So, und jetzt kommen die Hackbällchen wieder zurück in die Pfanne. Dann geben wir die gehackten Tomaten dazu und ca. 200 Milliliter Wasser. Also die Hackbällchen sollten schon fast bedeckt damit sein. Dann alles gut vermengen, den Deckel drauf und für ca. 30 Minuten jetzt köcheln lassen. So sollte es dann während der nächsten 30 Minuten köcheln. So sieht das Gericht dann fertig aus. Wichtig ist, dass die Hackbällchen am Ende schön weich gekocht sind. So, und dann kann das Essen auch schon angerichtet werden. Wir haben heute dazu Vollkornreis gegessen und es hat uns sehr gut geschmeckt. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt und wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag.